Hat er gehört? Bam. Und je nachdem, wie stark du dein Buch spannst, ist es auch tiefer oder heller. Ne? Bam. Bam. Hey, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Minecraft Paradise. Xeltaras rastet den Bär ein bisschen aus. Und wir pupsen hier einfach mal ein paar Pfeile in die Bank. Wir schauen gerade hinaus in den Sonnenaufgang, der schon ungefähr 3 Stunden her ist. Das ist egal. Warte, meine Axt, wo ist meine Axt? Das war eine Axt. Wenn ich die Pfeile jetzt einsammle, das wäre cool, so könnte man voll Pfeile farmen. Ja, ne? Ja, warte, ich muss die Treppe noch wieder, die Leiter wieder hinsetzen. Alles klar, mach das. Hau ab. Ah, Mann. Du bist voll gemein. Also, was ich heute eigentlich zum Thema machen wollte. Hau ab mit deiner Axt, lass mich. Und noch mit der Dia-Axt ja, ankommen. Ich ein Spinnenauge. Wie kann das aussehen? Mann, oh. Ah, Stück Spinnenauge. Lass mich. Bewerb dich jetzt einfach mit meinem Müll. Was gibt dir gleich deinen Müll? Warte, du darfst, darfst dich einfach so dahin rennen. Das muss episch sein. Ja, okay, dann machen wir das episch. Ich schmeiß meinen Müll einfach mal ins Meer. Und ich gebe dir jetzt eine Aufgabe. Du musst jetzt epische Musik dann einblenden, ja? Ja, natürlich. Ich blende jetzt ganz... epische Musik haben, wenn du zu meinem Gebilde gehst. Und ich komme da nicht hoch, verdammte Scheiße. Ich habe Ralf getötet! Nein! Ich wollte ihn in mein Haus schieben und dann habe ich ihn damit getötet. Du bist so ein Idiot! Ich kann nicht Hammelfleisch essen. Ich habe Ralf gegessen. Er ist jetzt für immer in mir. Ralf war sein Hausschaf. Also, dieser fröhlich zusammengewürfelte Haufen an Holz wird, wenn es fertig ist, mal ein riesiger Baum. Ja. Ich bin jetzt damit beauftragt, die Wurzeln dieses wundervollen Gebäudes, Gebildes, was auch immer, zu konstruieren. Und die können, glaube ich, ein bisschen größer sein als das, was hier jetzt so dran wuselt. Ich muss aber irgendwie, würde ich ganz gerne so ein paar von den Bäumen hier entfernen. Ja, mach das ruhig, wie du willst. Boah, die Geräusche sind einfach mega laut gerade. Ich hoffe, die Lautstärke wieder ein bisschen runter. So. Entschuldigung. Mahlzeit. Was ist das Energy? Das ist immer das Energy. Energy ist immer schuld. So. Geboren. Ich habe keine Energy mehr. Ich habe alles weggetrunken. So, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich irgendwie auf den Baum drauf komme. Ah. So. Ah, Hufe gibt's. Bitte? Ich glaube, das könnte... Ah, die sind so mickrig, die Wurzeln. Das gefällt mir nicht. Ja, das habe ich mir auch gerade eben gedacht, deswegen habe ich gesagt, du sollst sie bauen. Also, im Prinzip kann man hier nicht viel falsch machen, habe ich festgestellt. Ja, das Einzige, was man tun muss, ist wahllos Holz aneinander rein. Weil irgendwie sieht trotzdem alles gut aus. Ja, das ist eigentlich eine Arbeit für Dumme. Danke. Ja, allgemein, ja auch das ganze Baum bauen, das ist ja keine große Kunst. Aber das Witzige ist, es sieht halt später übel geil aus. Ja, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass irgendwie irgendwer irgendwas dagegen haben wird. Dass wir das so machen. Mein Boom. Ich will mein Boom haben. Okay. Ich glaube, das kann ich jetzt mal so stehen lassen dann. Das hier ist mir noch zu viel, das gefällt mir noch nicht. Langsam darauf achten, dass ich ein bisschen nach oben gehe. Nach oben. So, ich glaube, ja, doch, doch, das geht, das sieht gut aus. Wo war die andere Wurzel? Ich hatte da schon 2 gemacht. Da ist die andere. Die habe ich verbunden. Was hast du? Die habe ich, glaube ich, verbunden. Ja, ich glaube auch. So einer. Sieht fast so aus. Ist egal, mache ich eine große draus. Wo ist die Wurzel? Die hab ich gegessen. Weißt du, ich war gerade 12 Stacks Holzfarm. Glaubst du, ich habe schon 6 verballert? Ja, ich fange ja gerade erst an, weil ich die ganze Zeit hier am Vorbereiten war. Von daher dauert es bei mir noch eine Weile, bis ich meine ganzen... Ja, wir haben gerade die Farm
Zeit nicht aufgenommen, weil wir ein bisschen. Nee, also wir haben jede Menge Holz gefarmt, wie ihr vielleicht auch in meinem Inventar sehen könnt. Und das haben wir dann natürlich auch nicht aufgenommen, weil das fand ich irgendwie. Ups. Ah, nein. Was fange ich hier mit Birkenholz an? Weil das meiner Meinung nach auch nichts ist, was man jetzt unbedingt zeigen muss. Ich glaube auch nicht, dass euch das so spannend vorgekommen wäre, uns beim Eichenholzfarmen zuzuschauen. Ich denke gerade auf, dass mein Baum irgendwie dreieckig ist. Wie bitte? Ich muss mal gucken. Mein Baum ist dreieckig. Hat doch was. Ja. Oh, du hast recht. Egal. Ah, ouch. Verdammt. Mach den einfach oben. Das wird noch lustig, wenn du oben die Baumkrone baust. Ich wette, du wirst einfach 20 Mal sterben. Ja, ich werde da sehr wahrscheinlich die ganze Zeit runterfallen. Ununterbrochen. Ja, das Problem ist, dass hier müsste ich noch irgendwie. Außen ausbauen. Wenn ich, damit der rund wird. Ich finde das irgendwie blöd, wenn die. Warte, ich habe eine Idee. Also so ganz wahllos wollte ich das jetzt doch nicht bauen, fällt mir gerade mal so auf. Ich fände das ganz cool, wenn die Wurzeln zumindest so einheitlich nach außen gehen würden. So. Weißt du ungefähr, wie ich das meine? Wahrscheinlich ja, klar. Doch, weiß ich. Ja. So. Also wenn das ganze Holz hier so immer so seitlich gelegt ist. Ich glaube, ich werde jetzt schon gleich zwei, dreimal sterben, ich sehe es kommen. Ich bin mir da auch ziemlich sicher. Ich mache jetzt so einen Death Counter, mache ich jetzt in das Video mit rein. Ach scheiße. Wie, du vergisst meine epische Musik. Ich vergesse deine epische Musik nicht. Ja, mal ein bisschen jetzt hast du über deine 100 Abos, jetzt kannst du abgehoben werden. Ja, jetzt fange ich auch an, hier richtig loszulegen, du. Das, ja, jetzt gebe ich hier den krassesten Shit. Ja. Ja, ey, ich fange jetzt. Hast du in einer Folge das Putzpack mal drin gehabt? Bisher noch nicht, nee. Ich kann es aber jetzt mal ausprobieren. Warte, ich kann ja jetzt mal eben ändern hier. Ich habe ja hier meine Resource Packs. Kann ich einmal hier das Putzpack ausprobieren. Ist eigentlich aufgebaut aus dem, Default Pack. Weiß nicht mehr, wo das war. War das in Italien, glaube ich? Was? Italien heißen Putzfrauen, Butzfrauen. Okay. Ich weiß nicht, ob es wirklich in Italien war, aber irgendwo heißen die wirklich Butzfrauen. Ich glaube, ich weiß, was unser Fehler ist bei den Wurzeln hier. Was denn? Warte. Ich sag ja, ich wollte die alle so längs bauen hier. Genau. Dass man die halt wirklich längs baut, sieht wesentlich schöner aus. Dann. Eben. Das sieht dann auch so aus, als würden die. Also was jetzt das Besondere an diesem Butzpack ist, ist. Für die Leute, die Hand of Blood kennen. Genau, ja. Ich kenne ihn allerdings nicht. Ich kenne nur dieses Pack. Aber es ist einfach mega cool. Das merkt ihr jetzt gleich, wenn Nacht wird. Und es wird auch schon gerade Nacht, passenderweise. Dass der Hauptanteil an dem Witz an der ganzen Sache die Monster sind. Ey. Mann, ist das schwierig hier. Das ist doch. Ah, oh, zweites Stack schon verballert hier. Ey, das Stack? Ich hab nur noch einen. Ne? Hat doch was. So, jetzt bin ich mal kurz auf der Suche nach Monstern hier. Weil, wenn ich schon das Putzpack jetzt drin habe, dann werde ich das auch kurz zeigen. Oder es kommt doch sowieso genug, oder? Hast du deinen Baum in irgendeiner Form schon? Ich kann in meinen Baum reingehen. Ich glaube, da werden gleich genug spawnen. Ups. Gib mir. Das Holz. So, zack, zack, zack. Nein! Das nervt gerade so ein bisschen. Ich darf nicht zu schnell bauen, ich muss ein bisschen darauf aufpassen, was ich wohin. Kannst du mir noch ein, zwei Stacks geben? Oh, war schon nichts mehr. Warte, ich komme mal hier hoch. Achso, du willst. Ja, gut, warte. Stehen bleiben. Zwei, eineinhalb gebe ich dir. So. Yay, voll. Da unten haben wir schon die ersten Monster. Ich gehe jetzt einfach mal auf die zu. Allein die Fresse ist schon. Guckt ihr, allein auf das Schwert könnt ihr schon mal gucken. Da steht Schlitz drauf. Ey,
Darius Schwert. Eigentlich müsste das auf der Axt stehen, weil Darius hat ja eine Axt. Wie die immer schreien, wenn man die tötet. Das... Engage! Also es ist... ich finde es ganz witzig, so für zwischendurch, muss ich zugeben. Aber es ist jetzt echt kein Pack, was ich die ganze Zeit über benutzen könnte. Ja, ich benutze einfach nur die ganze Zeit, weil ich erstens mal Hand of Blood mag und weil ich sowieso nicht aufnehme. Ja, das stimmt allerdings. Also für die Aufnahmen ist es, glaube ich, auch mega nervig. Ich will nochmal Skelette zeigen. Skelette sind cool. Und Creeper. Du kannst einfach selber mit dem Bogen schießen. Echt? Das ja bei dir auch, ja. Bam! Habt ihr gehört? Bam! Und je nachdem, wie stark du deinen Bogen spannst, ist es auch tiefer oder heller. Ne? Bam! Bam! Also, die Skelette sagen einfach die ganze Zeit Bam, wenn sie angreifen. Die Creeper, wenn die explodieren. Genau, die Zombies schreien die ganze Zeit Engage. Hast du schon mal mit dem Ding was kombiniert an einem Amboss? Wie, was kombiniert? Ja, irgendwas kombiniert. War ein Buch auf eine Waffe verzaubert oder so. Nein, ich habe das einfach nur mal kurz ausprobiert. Weil dann sagt er nämlich schöne Kombination. Was für ein Ding? Schöne Kombination. Ah, okay. Oh, ich höre so schreien. Engage, engage, engage. Alter, wie die einfach alle ausrasten. Geil. Wenn man die einfach bockt. Oh mein Gott. Okay, ich bin dafür, dass wir jetzt schlafen gehen, bitte. Wenn ich hier runterkomme, können wir das tun. Wo ist das Skelett? Ich hab hier oben kein Problem, also. Ich weiß nicht, was du willst, ja? Ich sterbe hier unten einfach nur so halb. Aua. Aua. Ich bin schlafen. Bam! Bam! Hast du schon einen Creeper explodieren lassen? Ja, einer ist schon explodiert, aber. Genau. Also ich lieg schon. So ein richtig tiefes Boots. Was bitte? Ich lieg hier schon. Wie, du liegst da schon? Okay, warte. Ich hoffe, man hört mich jetzt nicht kriegen. Bam! Ah, hier ist noch ein Creeper, wartet. Den will ich noch explodieren lassen jetzt hier. Boots! Ganz böse. Ganz, ganz böse. Okay, ich mache auch gleich mein altes Pack wieder rein. Ist kein Problem. Ah, sind Monster in der Nähe, ich kann nicht pennen. Gott, ist das nervig. Moment, ich muss kurz die Monster ausschalten hier. Hi, Überraschung. Nein. Sieht das aus wie so ein Geysir, wie der Map. Bitte? Ach, der, du meinst der Springbrunnen. Ja, ach, Schnauze. Engage. Oh Mann, das nervt. Ich kann nicht pennen. Ich mach jetzt einfach erstmal mein altes Pack wieder rein. Moment. So. Hä? Ja. Bei Daniel Gustav. Ah ja. Ach ja, ich wollte ihn auch mal fragen wegen deinem PC. Ne? Richtig. Hat sich aber jetzt soweit erledigt. Ich kann ja auch viel wieder zocken und so. Okay. Woran lag's? Wir vermuten, dass es an dem Stromnetz in der alten Wohnung lag. Oh komm, das hat keinen Sinn. Ich kann nicht pennen. Ich ja, renne jetzt schon zum fünften Mal hier runter, nur weil jedes Mal Monster in der Nähe sind. Das hat so keinen Sinn. Ja, aber zu lucky, komm. Ha, das ist ein Baby-Zombie. Ja, ich renne jetzt einfach weg. Kein Bock mehr. Ein Baby-Zombie auf dem Huhn. Wie cool ist das? Gut, ne? Lol. Die reiten immer auf Hühner. Okay, ja, wir pennen jetzt einfach bei Captain Lucky, weil die Taverne ist von Monstern umzingelt. Das ist das Problem, weil wenn man die Betten quasi zu nah an der Außenwelt hat, ja, dann ist das immer kacke. Dann sind grundsätzlich Monster in deswegen, falls Captain, ich denke mal, Captain Lucky wird sich die Folge angucken, oder? Mit Sicherheit, er hat sich bis jetzt zumindest jeder angeguckt. Dann werde ich jetzt einfach da drin erwähnen, dass ich sehr wahrscheinlich immer einen Baum einziehe. Da, Hühnchen-Zombie. Und da werde ich mein Haus, mein Bett nach ganz oben bauen. Das ist eine gute Idee. Da kann zumindest nichts passieren. So, dann baue ich mal. Oh Gott, ich habe schon wieder Hunger wie sonst was.
okay. Satt, gefrühstückt. Alles gut, alles schön. Und nur noch Hälfte an Leben. Warum ich aber die Spinnen töte, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Damit die sterben, aber was? Ah, Hexe, Hexe, Hexe. Ich muss ja sagen, Hexen sind bei mir, finde ich, die begehrtesten Monster. Was war das? Au, ah, scheiße. Nein, oh nein, oh nein. Wird von irgendwo weggebammt, aber ich weiß nicht von wo. Weggebammt. Bam. Ich kann hier ein neues Hausschaf machen. Ja. Ralph wiederbeleben. Ja. Das Problem ist nur, dass ich gerade kein Weizen habe, um es kann mir auch einfach. Warte, hast du noch eine weiße Wolle für mich? Oder töte es einfach? Ich baue mir einen Ralph, den ich abhauen kann. Nein, ich hab's schon wieder in dein Haus geschoben. Dann töte ich es jetzt. Ich will mir einen Ralph bauen. Nein, nicht töten. Ja! Oh nein! Die Wolle. Du bist gemein. Ich baue mir jetzt einen Ralph. Ich will aber nicht, dass du dir einen Ralph baust. Ich will, dass du ein lebendiges Schaf hast. Nein, ich baue mir jetzt einen Ralph. Okay, ich muss mal kurz, ich glaube, die Wurzel ist auch ganz okay so. Dann packe ich hier jetzt noch eine hin. Oh, das wäre doch, ich bin gerade am überlegen, soll ich hier den kleinen Hügel abbauen oder soll ich die Wurzel einfach auf den Berg hinauflaufen lassen, hier so. Lass ihn ruhig auf den Berg machen. Sieht bestimmt cool aus, oder? Ja. Okay. Ups, scheiße. Yay. Find's übrigens schön, dass mal wieder jemand da ist. Die ganzen Folgen immer wieder alleine aufgenommen. Das ist irgendwie langweilig. Langweilig so allein. Aber wir haben jetzt auch wieder neue Mitglieder auf dem Server, die sich jetzt wahrscheinlich demnächst dann auch vorstellen werden. Was denn? Bitte? Egal, egal. Ich hab mir einen großen Ralph hab ich mir gebaut. Juhu. Ich habe einen Ralph. Es sieht aus wie ein Schaf, aber ich habe einen Ralph. Brauche ich noch ein Schild? Etwas, aber ich habe ein Schild. Mann, das ist doof. Irgendwie jedes Mal sitzen die Baumstämme verkehrt rum, Mann. Mann, 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 Mann. So. In mein Haus rein. Ich habe einen Ralph gebaut. Der Ralph hat zwar nur zwei Füße, aber. Warte, ich will den jetzt sehen. Ich will deinen Ralph sehen. Ich will bitte, dass der auf Thumbnail kommt. Ich habe Ralph gebaut. Das vorne ist übrigens seine Nase, die kann man drücken. Das ist Ralph. Man kann seine Nase drücken. Okay. Kann man irgendwie. Warte, Ralph hat auch einen Schwanz. Guck, er hat sogar einen Schwanz. Das sieht cool aus. Kann man das irgendwie machen, dass mein Bild komplett frei ist, dass das da unten auch ausgeblendet ist? Das wäre mega cool, wenn ich jetzt einfach das auf ein Thumbnail packen könnte. Muss doch irgendwie gehen, oder? Warte, Option? Grafik? Oder so? Fuck! Was? Hat auch noch Vollbild und Dinge zwischen. Oh, da kommt ein Creeper rein. Nein, da darf ich zu Ralph. Hier fett Creeper. Ist egal, ich mach jetzt einfach so einen Screenshot davon, warte. Ich habe Ralph hier. Du bist wundervoll. Ich habe ihm was zu fressen gegeben. Nein, er darf nicht fressen. Ralph muss hungern. Der muss abgehen. Oh, lol, hast du es gehört? Stell dich mal daneben. So, Screenshot gespeichert. Yeah, wir haben einen Ralph. Yay, ich habe das für Thumbnail. Und jetzt habe ich die Folge, warte, 15 habe ich angefangen, ne? Das heißt, die Folge ist jetzt auch schon wieder vorbei. Was? Wir machen noch eine. Von mir aus, aber ja. In der Folge haben wir nicht sehr viel geleistet. Ich habe euch das Butzbeck gezeigt, ich habe zwei Wurzeln gebaut. Wir haben einen epischen Moment gehabt, genau. epischen Moment gehabt. Epischen Moment. Ich komme nicht mal auf meinen Baum drauf. Was kannst du eigentlich? Oh, ich baue jetzt hier noch ein bisschen an den Wurzeln weiter. Und würde sagen. Wir haben Ralph.
Wir haben Ralph gebaut. Was laufen wir für ein Scheiß, Mann? Ist egal. Wir sind, das ist unsere Aufgabe. Wir sind Let's Player, wir labern nur Scheiß. Deswegen guckt man unsere Videos, weil wir Scheiße labern. Mehr sage ich dazu nicht, außer Standard. Außer was? Standard. Standard, natürlich. So soll das auch. So gehört sich das. Mario sagen würde Dartstand. Ich glaube, ich habe mein... Ach, ist egal. Die Wurzel sieht komisch aus. mein Baum sieht aus wie ein Wurfstern. Das muss so sein. Absolut. Calculated. Absolut. Ey. Was? Okay, nach dieser Selbstmord, nach diesem Selbstmord jetzt dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da ist ein neuer Ralph. Ein lebendiger. Nein, ein toter Ralph. Ich muss Ralph upgraden. Das Ralph Upgrade. Ich glaube, so nenne ich auch die Folge. Ralph. Einfach nur Ralph. Genau. So heißt dann die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht kommt noch eine hinten dran. Mal schauen, wie es läuft. Ansonsten. Ja, ist mir egal. Auf jeden Fall dann. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schaut unten in die Videobeschreibung. Da sind wichtige Links drin. Unter anderem die Kanäle der anderen Jungs und auch von Xeltaros IP. Der Screenshot von Ralph. Und der Screenshot von Ralph. Bis zum nächsten Mal. Ciao.